Weil ich habe dieses scheiß Ding jetzt hier, dieses blöde Lichtkack da, deswegen will ich was anderes haben. Ich will erstmal Hyperprotokoll 2 versuchen. Also, verbesserter Chip und 5 Lichter. Boah, ich glaube, ich habe nicht 10 verbesserter Chip gelootet. Warte mal, ich verbesserter Chip habe ich 12. Oh, wie geil. Und Lithium 5. Lithium müsste ich haben. Das sind einfach nur. Oder haben wir vorhin alle Batterien verbraucht? Ich habe noch welche gelootet, glaube ich. Ich glaube, Lithium. Lithium müsstest du noch haben. Nee, Genau, Elektro unter ist. Erze oder Doch, Elektronik. unter Erz hast du recht. Wo weißt du, dass unter Erz ist bei Lithium? Ist das nichts, ist Weil das ich nichts hier mit daraus Strom? Batterien hergestellt habe und es dann wahrscheinlich unter Erze gebracht habe. Ach so. Heilprotokoll Rank 2. Zack. Habe ich. Rechte Maustaste ausrüsten. Habe ich. Was bringt das für Energie? Haltbarkeit 1 von 2, Verbrauch. Stellt sofort Gesundheit, Energie, bla bla. Verbrauch. Steht nicht da, wie viel? Okay. Gut. Du stürmst durch Freisetzung eines komprimierten Metallmaterials voran, kann auch beim Sprinten eingesetzt werden, sie nach oben, um höher springen zu können. Klingt nach schnell wegkommen. Ich würde schon Rang 2 machen wollen, aber leider bräuchte auch die Chips. Habe ich nicht mehr. Ich muss nochmal nachher das Ding da rushen, aber so alleine scheiße. Du kommst allein nicht gegen die drei Roboter leichter nicht zurecht, ne? Ja. Jetzt die Chips brauchen wir, Tan. Was ist mit Schild? Schildprotokoll. Brauchst du 15 von denen. Laufen oder Schild? Was sagst du zum Test? Will er laufen? Gibt Ja, es als ja. Protokoll? Ich glaube, schnell laufen ist schon gut, oder? Oder Hier schnell? steht, du stürmst durch Freisetzung eines komprimierten Metall. Metamaterials voran. Obwohl, warte, dieses Schild habe ich schon mal gesehen. Das ist richtig gut, glaube Aber Rang 1? ich. Ja, egal. Du baust dann vor dir so ein fettes Schild auf, Ach so, wohinter du dich das verstecken kannst. stimmt, dann kannst du da stellen. Aber du kannst auch selber nicht durchschießen. Du musst halt links und rechts schauen. Ja, aber trotzdem, das ist schon cool. Meinst du? Muss man das Ja, hinbauen? denke schon. Nicht lieber laufen? Aber das mit dem Schild tut uns ja auch. Stehen wir denn irgendwo so Open Field? Ja, wie immer halt, ne? Ja, das ist halt. Ab jetzt so ein scheiß Schild Und vor hinbauen allen Dingen, muss. weißt du, wenn du um eine Ecke sneakst, dann hast du trotzdem keine Sicht. Und das Schild ist, meine ich, so blau, so durchsichtig. Und dann Naja, aber kannst du du kannst auch direkt nicht abaimen durchschießen. und dann um die Ecke und zack. Schon besser als so eine normale Deckung halt, ne? Ich bin nicht so begeistert von dem. Ich finde das scheiße. Aber wenn du sagst, damit schaffen wir es, dann stelle ich das her. Willst du auch eins haben? Machen wir zwei. Obwohl, ja. Zweimal Schild. Leider nur Rang 1. Boah, ich habe sogar noch Chips gefunden. Verbesserte. Und die könnte ich. Egal, lass ich es. Erstmal testen wir das. Ich werfe das mal raus. Hast du eins da? Und dann haben wir rechte Maustaste ausrüsten. Rechte Maustaste. Wie kriege ich denn das hier weg, das andere? Sicherer Platz. Wie kriege ich den X weg? Oder gibt es nur verschiedene Arten von dem Ding? Kann man nicht zweimal das machen? Die Maustaste ausrüsten. Wie kriege ich dieses X da weg? Warte, hier steht Welches X sich. meinst du? Hä? Wie? Was meinst du wegkriegen? Naja, ich habe auf der X-Taste habe ich schon diesen scheiß Leuchtefuzzi. Wie kriege ich den weg?
in den du es reinziehst in den Slot. Habe ich, geht nicht. Und nicht einfach X drücken. Nee, nicht einfach X drücken. Nee, geht nicht. Dann zieh das mal raus, das andere, was drin ist. Kann ich ja auch nicht. Das ist das. Ich kann mit dem nicht. Kann ich interagieren mit dem X-Knopf? Mit Shift, mit mach mal Rechtsklick drauf. Rechtsklick geht auch nicht. Ich kann mit dem nicht interagieren. Mit dem. Kann man das vielleicht nur auf das andere tun? Ich kann mit keinem der Dinge interagieren. Sind mal so, geht gar nicht. Ah, okay, super, egal. Das ist halt der frühe Zugang. Der tut uns jetzt wieder daran hindern. Ja, theoretisch wäre ich ready. Ich würde nochmal kurz mein Penis entleeren. Wenn du noch irgendwas brauchst, dann. Das Schildprotokoll. Ach, du bist noch gar nicht da. Doch, ich habe dir das Schildprotokoll hier hingeworfen. Kannst du dann looten, wenn du willst. Ja. Okay. Also, das ist was anderes, krasseres. Aber ich habe halt auch den X-Platz jetzt mit dem Licht belegt. Warte, ich guck, kannst das du das. Verwalten, rechte Maustaste. Wegwerfen, reparieren. Ausrüsten. Ja, bei mir funktioniert das einfach mit draufziehen. Ja. Aus dem Inventar rüberziehen. Dann wenn ich es ins Inventar ziehe, dann schmeiße ich es runter. Diese Dinge existieren bei mir nicht, die Dinge unten. Also, mach mal Inventar auf. Ja, ich glaube, ich... gedrückt halten und dann runterziehen. Naja, ich bin sicher, bin nicht deppert. Ja, ich weiß ja. Ich bin ja nicht deppert. Deswegen, doch, schon. Aber nee, das geht ja nicht. Schau, ich tu dann... Bei mir hat das funktioniert. Es reagiert halt nicht. Das ist irgendwie so... Es reagiert nicht. Schau, ich lass los, passiert nichts. Schmeiß ich's runter. Du kannst an dem Slot bei mir nichts machen. Ich kann zu... Ah, ich... Weißt du, was sein kann? Dass das App erst reparieren muss. Weil das ja beschädigt ist. Aber ich kann es halt auch nicht reparieren, weil ich es nicht mehr aus dem Slot rauskriege. Das Slot ist locked. Ich krieg's nicht raus. Mach mal Doppelklick drauf. Geht nicht. Egal, was ich mache, mit der Maustaste links, rechts. Doppelklick auch nicht. Egal. Nee, das ich. Aber das Doppelklick hat es jetzt bei mir auf jeden Fall entfernt. Schade. Ja, dann GG, würde ich sagen. Ne? So. Ist halt irgendwie kaputt. Da machst du nix. Erstmal, ich komm sofort erstmal hier. Erstmal hier, Dings, zack, rein da. Main-Spiel! Hey, die Schüsse, Mann, spinnst du? Also, ich muss ja sagen, ich weiß nicht, was in dem Spiel noch kommen soll, dass es für andere interessant macht. Also der PvE-Ding finde ich toll, aber das finden viele nicht gut, weil ein Spiel lebt nicht vom PvE. Leute wollen immer Pimmel vergleichen, PvP. Und das PvP mit dem Ganzen hier, diese Welt zu zerstören mit dem Feuer oder halt versuchen, das dran zu hindern, ist jetzt auch nicht so Bombe. Irgendwie. Sollten lieber so schönes Open World machen. Eine schöne Welt. Diese ganzen Basen so hinstellen. PvE. Komplett PvE machen halt. Was?
welche Base wollen wir jetzt? Hast du gar nicht gehört, oder? Was ich gesagt, ne? Ich war ganz kurz weg. Okay, ich habe gemeint, was sollten die Programmierer noch bauen bei dem Spiel, dass es für andere interessant macht? Mir reicht es so mit PvE-Stuff, aber PvE ist für die Leute nicht so, feiern die nicht so. Und bei PvP mit dem komischen Feuer da, das ist zu verhindern oder schneller zu machen, dann alles wieder kaputt machen, ist es auch nicht so Big Brain. Also ich habe ja gemeint, einfach ein bisschen Open World, dass man das nicht nur auf das Basis PvE vielleicht, ne, auf Open World, alles so groß machen und schön bauen kann und so, ne? Also vielleicht sowas. Dann also ich finde das System als solches schon richtig gut. Auch das PvP ist, denke ich mal, gar nicht schlecht. Wenn du halt nicht wegschießen willst halt, ne? Das ist nur noch das Ding halt bei der ganzen Geschichte. Und vor allen Dingen auf den offiziellen Server hätten die damals sehr viel schneller reagieren müssen halt. Und die haben viele Spiele halt damit verjagt. Ich. Ja. Vielleicht ist ja der Zug schon abgelaufen. Ja, ich hoffe es nicht, dass sie nochmal einen Schub bekommen, weil ich finde das Spiel wirklich nicht schlecht. Auch vom Umfang her, wenn man überlegt, wie viele Missionen und so man noch machen kann und so, was wir noch gar nicht gemacht haben, hast du nicht gesehen. Ja. Aber siehst du ja, das spielt halt gar keiner. Ich hab mal geschaut, Spieler. Ja, wirklich. 10 oder 9. Ja. Das hat schon krass. Vor allen Dingen. Das ist schon ein bisschen, na. Ist halt nicht geil. Ach, jetzt ist die Stahlung da, oder was? Okay. Jetzt schreit sie schon, die Kleine hier. Wir brauchen echt diese anderen Strahldinger, das wird schon hier schreien. Okay, ist da gar nichts. Nicht viel los momentan. Okay. Ich kenne die als hier viel größer, die Basis, und sogar mit Selbstschussanlagen, so eine Scheiße. Ist auch hier. Ist gar nichts. Strahlenschusskapseln habe ich bekommen, 2. Das ist schon mal gut. Hier sind zum Beispiel, hier ist Terrasit, halt das Standardgedöns hier, die verbessert. Hier kannst du hacken, wenn du willst, wo ich bin. Nochmal 2 Strahlenschusskapseln. Okay, wegen dem allein lohnt sich schon, wegen den Kapseln. Ja, ja. Würde ich sagen. Oh, von hinten. Hilf mir mal gerade, bitte. Down. Ich habe nur gerade meine Kapseln einnehmen müssen. Ich habe gesucht hier gerade ein Slot. Und gibt es irgendwas Cooles da? Das Metall hat er jetzt gedroppt. Achso, aus der Kiste. Also, Tresor war jetzt nicht so geil, nein. Strahlenschusskapseln, 4 Stück. Per 10 kann man schon ein viel, viel stärkeres Strahlengier machen. Das ist halt auch krass. Ja, wir brauchen halt auch dieses feine Silikat. Ne? Hast du nicht gesagt, da hast du einiges? Achso, ich habe den Scanner vergessen. Der V geht ja auch noch. Lol. Looten. Gibt's ja auch noch, habe ich halt noch nie genutzt, das Ding. Ey, jetzt hat er da. Was ist denn? Wieso? Vor meiner Nase, hättest du schon vorher looten können. Das bringt nichts, wenn wir aufeinander warten. Die scheiß Hyänen sind ja da, aber scheiß auf die. Die machen wir gleich. Metalle 20. Ich geh mal hoch hier. Rauchgranate habe ich. Energiemunition, Carbonfaser. Carbonfaser gibt es ja oft so. Ich weiß was auf die Carbonfaser. Ich will das feine Silikat hier haben. Feiner Bolzen. Aber wenn wir diese Ding haben, ist schon geil. Wenn wir diese Strahlanzüge haben, dass wir hier uns ohne Ding bewegen können. Ja. Also. Was ist denn das jetzt hier? Ich hänge irgendwie fest. Das wäre schon. Oh, irgendwie packe ich hier von einer Wand zur nächsten. Da waren wir schon, oder?
Ja, am Anfang. Da oben waren wir jetzt auch. Da ist halt nichts. Ja, okay, wir sind jetzt ein bisschen auseinandergelaufen, ne? Da ist so eine Selbstschutzanlage, da bist du ja gerade. Ja, ich bin ja eh hier. Ja. Hier ist auch immer irgendwas Wildes. Ist er da schon drin? Da warst du auch schon drin. Okay. Was sind die scheiß Jene, die Fette? Edles Metall. Nochmal hacken hier. Ja, ich komme. Mutierter Pilz. Verbesserter Chip. Glaube ich, muss ich mal vielleicht gleich reloggen, weil ich kann durch Wände gehen. Also ich bin so in der Wand, also so komisch. Ich muss sie cool. Fertig, oder hier? Ganz genau. Gleich hier hinten. Ja, hier geht's weiter in die nächste Ebene. Achso, ich habe einen feinselig Kunststoff bekommen von dem Roboter gerade. Hat auch eins gedroppt von irgendwas. Soll was Gutes sein. Ist ein Lagerhaus? Ah ja, cool, mein Lagerhaus ist gut. Super. Hey, ich hab das für meine Mission hab ich bekommen. Ist Orbis hinter. Meine Quest geht weiter. Erhalte Transport-Dings Zugang. Hey, Mikro-Dinge. Jetzt sagt er mir, Transportzugangsschlüssel brauche ich jetzt, damit ich wegkomme vom Dropship. Da bin ich auch. Da bin ich auch in der Mission. Aber wenn du das Schiff nutzt, dann bist du weg vom Planeten. Kaum was von dem Scheiß, doch, ne? Aber wir kommen. Ein bisschen was, ein bisschen was. Hier ist ja so ein Landespot sogar. Hier kommt manchmal noch so ein Schiff runter. Genau, es gibt so Schiffe, die runterkommen. Und dann kannst du da auch looten. Da kommen zwar 10 Roboter, okay. Aber da kannst du da auch looten. Ja komm, wir gehen weg, damit wir die Pillen nicht verbrauchen, oder? Ja, hier ist ja keine Radiosequenzen mehr. Na klar. Hier ist nicht, nein, hier ist gerade nicht. Das war ich noch von vorhin. Hört uns gleich. Wir haben Schilder. Weg, down. Okay. Doch, ich hab. So. Ja, jetzt wieder. Ach so, bei der Treppe jetzt halt nicht. Okay, okay. Bei der Treppe, ja. Also bisher sind die Hacker-Dinger hier unbefriedigend gewesen. Stromkabel. Carbonfaser. Batteriefach. Besserer Widerstand. Geht man eigentlich hauptsächlich rein, um das Zeit den scheiß Stock zu bekommen, und bisher hat wirklich fast nichts gedroppt. Ne? Diese aber Pillen halt, eigentlich, schätze ich, oder? Einfach sehr, sehr unlucky jetzt gerade, glaube ich auch. Wo geht's weiter? Ja, da, dann war jetzt Wasser, glaube ich. Können wir hier runter? Schauen wir mal. Oh, ich glaube,
das ist schon ein bisschen arg hoch. Dann spring ich lieber von dir. Ach komm, ich bin YOLO. Kein Problem. 20% leben. Kommt so ein Arschloch da noch von der Seite. Ich hab zwar was gebrochen, aber das hält ja, ist ja gleich wieder weg. Jo, 26 Pillen noch. Ich hab noch 30. Terracide! Yes, bin stolz auf dich, Bruder! Lass mal hier zu der Basis, die ich markiert habe. Entweder. Oh, hä? Wo sind wir denn? Ach so, da. Oder hier, lass mal da hin. Sieht gut aus, vielleicht. Bei der gelben Markierung. Nee, für dich ist es. Wo bist du? Warte, ich muss sagen, wo hast du denn markiert, Alter? Das ist welche Richtung bin ich. Also welche Farbe ist das denn bei dir? Grau oder so. Ach, da bist du. Okay, ja. Man selbst glaube ich immer gelb und der andere ist halt so grau, andere. Blau, was weiß ich, was es ist. Schissene Farbe. Einfach die andere Farbe. Deine Markierungen sind bei mir auf Infrarot. Infrarot? Ja, finde ich gut. Infrarot, ja. Krokorot. Terracide. Also ich habe Rauchgranate habe ich eine bekommen. Ja, toll. Feiner Silikonstoff 1. Chip 3, verbesserter Chip 4. Wo ist denn das, was ich jetzt eigentlich wirklich sehen wollte? Diese Pille. Genau, 4 Strahlenschutzkapseln. Wir brauchen mehr. Ja. Wir brauchen viel mehr. That's what we need. Weißt du, was diese gelben sollen eigentlich sind hier? Ja, die Markierung. Genau, hinter dir? Ja, mach das. Kommen wir da jetzt hoch? Mal gucken. Hast du schon irgendwo Leitern oder so, wie man noch kommt? Ich laufe dir gerade hinterher. Vergiss das Bunny-Hopping nicht. Ich bin nicht, ich bin hier. Egal, einfach springen, so tun als ob. Damit der im Chat immer schreibt, macht Bunny-Hopping zufrieden ist. Weißt du? Soll so Leute geben. Ich komme nicht weiter. Eigentlich mit dieser Mission geht es dann auch weiter. Also warst du zumindest bei dem Playtest so, dass du dann so Sniper ausschalten musst. Es gibt in diesen Basen eigentlich so Sniper, die ganz oben sind und die dich aus krasser Range einfach nur anhitten. Okay. Und dann heißt es, schalte so einen aus, aber irgendwie sieht die Mission jetzt anders. Ja, das sieht hier schon nach einer größeren Basis irgendwie aus. Hier sind auch Treppen. Ich glaube, hier kommen wir gleich irgendwo auch hoch. Area 10. Ja, hier kommen wir mal hoch. Da ist Dira. So. Ja, Chat, beruhigt euch. Mach Bunny Jumping hier. Obwohl ich eine Strafe Jump. Du weißt ja, ne, wenn du jetzt hier vor so einer Tür stehst und bevor du auf App drückst, steht da immer die Schwierigkeitsstufe von dem Bereich, ne? C. Kommt so eine Einblendung ran, ja. Ich muss Shift F bei dem schnell. Nur Widerstände. Oh, ich muss Reload bei dem schnell. So. Ich laufe mal hier im Kreis. Oh. Selbstschussanlage. Down. Feine Bolzen gibt's aber gut hier, ey. Ja.
Hier ist eine Tür. Motor. Metalle. Bist du von der anderen Seite rein? Okay. Passt. Perfekt. Ist ja wie so ein Special-Trupp hier. Beide Seiten abgedeckt. Oh. Da auch nochmal hinter dir. Down. Injektionspillen, hm, aber nichts Schmerz hier. Doch irgendwo noch eine Kiste zum Hacken. Du bist hier rein, okay. Was hast du schon? Unter der Treppe. Ich komme nicht die Treppe, weil ich im unteren Treppe durchglitsch. Ich muss ganz am Rand gehen. Ich komme hier echt. Ja, ich glitsch immer durch die Treppe durch. Hier ist was okay zum Hacken und Motoren gibt es ja auch. Hier haben wir uns früher immer Motoren besorgt, genau bei sowas. Ja, bei diesen Dingern sind auch massiv viele Motoren. Fein, dass der da sieht. Komm, gib mir mal hier so Stoff aus von der Kackkiste, ey. Langsam wird Zeit. Natürlich wieder nicht. Ich weiß nicht, ob es das da drin überhaupt gibt. Stoffe. Wird sich richtig lohnen. Achso, ich hab's gar nicht in der Liste. Taste 8. Okay. Ja, da sieht Alter, von diesen Orbit-Dingern habe ich jetzt aber ungefähr schon gefühlt 1 Million. Wir brauchen diese Strahlenpillen, ey. Ja, wir brauchen auch das. Hör, ich kann die Tür gar nicht aufmachen. Das ist eine Doppeltür, war hier gerade. Das ist nur ein Terrasitbehälter hier. Das ist nur ein Battery Pack. Der Loot am Anfang bei der anderen Bats war besser. Doppeltür, gell? Man kann ja anscheinend noch viel höher gehen bei dem Gebäude. Von außen. Wie echt? Oha. Ja, und dann fällst du runter. Nö, alles gut, kein Fallschaden. Achtzehn Pillen noch. Hier sind Roboter, hier Selbstschussanlagen und Roboter. Ja, es geht gar nicht mit dem größeren Magazin. Geht nicht. Weil immer das hat gerade den Todesschlag gebracht. Nach 30 musste ich immer nachladen dann. So. Was ist der Chip? Was schreist du denn jetzt schon wieder so? Auch wegen der Strahlung ist ja gut, hör auf. Hier ist nur Terrasite-Scheiße, Mann. Und Carbon. Mal wieder am Hacken hier. Oh, ich kann nicht selber hochgehen. Noch. Komm, ich bin irgendwie nicht synchronisiert mit der Welt. Ich muss echt mal reloggen irgendwann. Das erste Mal, dass jetzt fehlgeschlagen ist. Warum ist denn auf einmal Musik? Ist bei dir auch Musik? Ja. Warum auch immer? Wenn irgendwas Wildes passiert. Wir sind wild. Ja, wir sind richtig wild. Das ist so. Hm. Aber ich will jetzt ungern hier warten. Oh, so ein Monster ist da. So ein großer, unsichtbarer. Da unten. Da unten. Wir müssen dann weg, oder? Oh, ja. Oder willst du den machen? Ja, ich will den jetzt von hier oben machen. Bin mir sicher, er bleibt noch der da. Der kommt ja nicht hoch. Meinst du? Bist du sicher? Das kommt. Wenn der hier hochkommt, springen wir runter. Und runter. Jo, mach ich. Bevor er mich erreicht.
versuche dich zu holen. Wie hole ich dich? Warte. Oder ging das? Wow, warte, ich muss kurz mich heilen. Ich kite mal eine Sekunde. Blutung. Da schießen noch andere. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich dich holen kann. Ich kann nur nachladen. Geht nicht, ich kann die nicht holen. Früher konnte man doch holen. Ich kite noch ein bisschen rum hier, warte. Ich muss nur kurz hier. Ich habe ja auch keine Option, irgendwie warten oder so. Gar nichts. Aber früher konnte man echt holen. Wir sind doch in dem Team, oder? Ja, bei uns steht sogar die Gesundheit überall. Okay, ich bin soweit safe, hab wieder alles voll. Muss nur schnell schauen, wo er ist. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich muss mir eine Sekunde bei dir schauen. Ich kann nehmen deine Besitztümer. Ich habe aber kein nichts. Ich kann nichts retten, ne. Ich kann nur alles nehmen von dir, aber ich habe keinen Platz bestimmt für alles. Geht nicht. Ja, aber nimm die wichtigen Sachen mit auf jeden Fall, wie das, wie den Stoff, den wir hier looten. Ja, du kommst, spawn bei mir und komm wieder her, oder nicht? Ja, gut. Deine Leiche kann ich eh nicht nehmen, deine Sache. Ich kann nur den Stoff nehmen, den ganzen Scheiß hier. Ich mache doch mal Shift F und schau, was passiert mit Stacken. Ich hätte bei dir ein Bett bauen sollen. Egal, kannst du bei mir nicht spawnen? Nein, aber ich kann in dem Gebiet in etwas spawnen. Scheiße, man ist wieder da. Ich habe jetzt ein paar Sachen von dir genommen. Es ist nur noch Munition und sowas da bei dir. Boah, jetzt ist er wieder da, die Drecksau. Ich versuche hier rauszukommen irgendwie. Hier ist eine Tür. Die nehme ich einfach mal. Aber was schon wirklich wehtut, ist, dass ich meine ganzen Kapseln da jetzt verloren habe. Ne, ich hab die. Ich hab 35. Ich hab alles. Ich hab das meiste. Ich hab dich halt komplett gelootet. Es sind nur Sachen, die nicht snackbar sind, sind bei mir. Munition ist halt noch da. Ja. Das Quest-Item ist auch da. Ach schade, hä? Ich verstehe das nicht. Konnten wir uns früher nicht retzen? Scheiße, keiner, der früher dabei war. Also, ich würde es nicht unterschreiben zu 100%, aber ich dachte, wir können. Ich warte auf jeden Fall hier in der Nähe. Ich dachte, wir haben uns geretzt. Gegenseitig. Hier, die eine komische Karte habe ich für die Quest für dich. Und dir. 12 feiner Silikonstoff insgesamt jetzt. Hast du so viel gefunden oder was? Insgesamt 3 oder 4 oder so. Ich habe jetzt 12. Aber ich glaube, ich habe auch genau. Nein. Ich habe noch 6 von zu Hause mitgebracht. Von mir auch selber noch. Ja, ich bin jetzt einfach 80-20 aufgeteilt. Die 80 Gags von mir. Nee. Habe ich echt nicht gebracht. Direkt nach Hause und was craften hier. Und auf dein Geld. Genau so ein Ding ist das, ey. Musik ist halt immer noch da. Der hängt bestimmt irgendwo unsichtbar fest. Ich würde so gern reloggen, dass es nicht mehr synchron ist, dass es vielleicht mit dem Schild und so eine Scheiße geht. Du hast Schild eigentlich gar nicht benutzt, ne? Nee, wir haben es nicht benutzt. Hier ist es jetzt ja auch beschädigt, das Bild, aber ich kann es ganz normal raus und rein tun. Schild auf X. Ich glaube nochmal relockt hier. Du bist einem Team beigetreten. So. As you explore, you'll see a hyena dropship going back and forth between supply bases. Maybe you can find out what they're after by searching the dropship.
Jetzt kann ich es auch reintun. Hier, das kriegst du von mir. Bitteschön. Das ist dein Loot. Mehr nicht. Du Wichser. Ich werde netter. So, was gebe ich dir jetzt eigentlich alles? Was willst du denn haben? Ich hab alles voll. Hälfte Pillen oder was gebe ich dir? Oder wie? Ja. Hier, 18 Pillen. Passt, oder? Wegwerf, ja, bitteschön. So, was soll ich dir noch geben? Was brauchst du denn zum Schieß? Ich hab dir die komische Karte, gebe ich dir. Diese Munition habe ich nicht. Battery Pack 2. Oh, hast du die schon? Krass. Okay. Bitteschön. Hier, was ist denn noch? Lebenswichtig. Dieser Stoff, den können wir ja verbessern, den können wir ja alles aufteilen. Strahlenschutzkapsel? Ja. Habe ich 12 jetzt? Boah, ich kann mir was herstellen. Oha! Rennt direkt weg. Komm, wir holen erstmal das Zeug, den Rest von dir und dann. So machen wir das gleich. direkt. Einfach Shift und W. Oh, hier ist die Treppe. Ich stell mir direkt einen Anzug her, 50 Strahlenschutz. Ja. Wie geil. Direkt, ich bin schnell. Ich bin eigentlich gar nicht mehr da. Das ist ein Protokoll, was du auf dem Boden bauen kannst, weißt du? Wow, ist ja gut. Der Große müsste auch noch hier sein, ne? Munition liegt halt in deiner Leiche da. Ja. Wo ist die eigentlich? Du siehst sie ja, ich sehe sie nicht auf der Karte. Och, ist ja schon leer. War das hier oben oder was? Wo wir waren? Wo ist denn die Leiche eigentlich? Ich müsste da ungefähr sein, wo die Markierung ist. Ich sehe sie. Wie komme ich da hin? Hier durch vielleicht? Durch das Gebäude? Boah, aber dieser scheiß Typ müsste halt noch hier sein. Solange die Musik da ist. Ja, auf den habe ich jetzt gar keinen Bock. Der ist bestimmt bei deiner Leiche. Ich checke mal kurz noch hier. Mutierte Pippo. Der sitzt meine Leiche, genau. Ich sag ja, der campt deine Leiche, der klar campt deine Leiche. Aber hat er gelernt von COD-Profis. Ja. Hast du alles? Da ist schon gut deine Leiche? Nein. Ich muss da erstmal hinkommen, ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme. Ich muss da nicht hier durch dieses Gebäude. Der hat dich einfach erwischt mit seiner Scheiße, ey. Der Typ. Ist er da oben nicht, oder? Sind ich wieder. Oh, sind wieder respawned die Dinger oder was, Freund? Ja. Das ist noch weiter oben? Also muss ich hier die 30 Alter wahrscheinlich noch hochlaufen. Ja, die ich halt vorhin hochgelaufen bin, oder? Wo ich gesagt habe, Leute, geht da noch höher auf dem, zu dem Gebäude. Oh, aber hier ist der Dude. Hier ist der Dude, aber er ist verbackt. Gib ihm! Gib ihm dem hässlichen! Ich treffe ihn irgendwie nicht. Oder? Nein. Oder? Er ist tot. Ist er down? Ja? Ich lass mich erstmal. Ich habe von ihm ein lilanes Tempo-Protokoll bekommen. Und hab mein Loot. Oha, echt? Ja. Du Sack. Den anderen Loot von ihm hast du auch. Zweimal von dir. Aber das andere war irgendwie Ludikack. Wir wollten eh weg hier, oder? Ja. Okay. Obwohl, gab es hier noch was zu looten? Nein, ne? Ich glaube nicht. Hast du das aufgemacht gehabt? Kannst du wieder hacken jetzt?
Ja. Oh, noch zwei Strahlenschutzpillen habe ich bekommen. Wir haben halt scheiß Schild, Alter. Achso, du hast Shotgun, okay. Shotgun ist halt einfach Main. Ja, aber ich finde die Doppelläufige nicht so geil. Also zwei Schuss ist echt sehr, sehr mager. Also geh mal, oder? Würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Wo kommen die runterspringen? Hier erstmal. Einmal. Nochmal. Und dann hey, kann ich hier was. Hier, nicht mal raus. Hier können wir nicht mehr. Hier kann man so noch kurz was looten. Ich weiß nicht, ich laufe jetzt einfach mal. Verbesserte Zylinder noch. Hier kam er her, das war die Treppe hier. Okay. Das ist ja wahr, also. Aber gegen den stärkere Waffen, hä? Ja. Auch stärkeres Gear allgemein. Dass du mehr Schaden einstecken kannst und so. Aber bei mir war es top. So, auf jeden Fall erstmal dann für heute. So, es ist 9 Uhr jetzt. Stimmt, gestern waren wir ja bis 4 Uhr da oder so, ne? Oder bis 3 oder 4, weiß gar nicht. Wieso tut mein Schaden jetzt hier ummachen? Oder macht deiner noch? Deiner macht, oder? Ich frage, was, überleg, was ich noch skillen soll hier. Ich wollte schon Gesundheit haben, halt. Mehr Gesundheit. Wäre, glaube ich, nicht schlecht. Nächstes Mal kann ich dann. Hast du noch was mit dem Stoff gefunden? Nee, ich habe 12. Die 12 habe ich jetzt immer noch da. Ich habe insgesamt jetzt 14 Strahlenschutzdinge und 12 Stoff. Ja. So, und wie. Und wie. Wie? Achso, spielen wir das nächste Mal wieder zusammen oder spielst du noch? Vielleicht spiele ich die Tage noch ein bisschen hier weiter, aber ich werde wohl bis als nächstes, wenn ich dieses Server anfange, auf dem PvE-Server auch von Europa weitermachen. Okay. Ein bisschen da weiter vorwürfen. Ich werde halt erst zocken, wenn du halt dann wieder Bock und Zeit hast. Achso, okay. Was willst du dann hier heute jetzt noch gleich machen? Ja, nichts mehr. Das war's. Gehst du dann auch offline oder was? Ich denke schon, ja, lohnt sich ja nichts mehr anzufangen oder so. Ja, das stimmt schon. Lohnt sich ja nichts mehr anzufangen. Ich bin halt eher so ein Typ, wenn der was anfängt, dann würde ich schon halt nicht so mit Stress so nur ein, zwei Stunden was machen. Ja. Oder was heißt Stress oder so müde, sondern halt schon so. So, nach 12 Stunden muss man schon einbuttern. Nach 12 Stunden muss man eigentlich online gehen. Unter 12 Stunden Stream macht aber Fuck. Ist halt normal, wenn man normal streamt, ist eigentlich so 12 bis 14, 16 Stunden, aber ist momentan zeitlich nicht so möglich. Ja. Deswegen. Hast du schon? Ich hab genug zu tun. Ich hab genug zu tun mit Kopieren, Cutting, Bearbeiting und so weiter. Dann passt das. Morgen muss ich halt schauen, je nachdem. Ob. Ich mach's immer so, ich frage halt Gen Z-Boy. Und wenn er kann, dann mache ich mit ihm was. Ansonsten mache ich halt was anderes. Heute hat er mir zwar geantwortet, aber er hat es erst 20 losgeschickt. Er hat schon früher anscheinend geschrieben. Habe ich jetzt vorhin gesehen. Soll ich mir holen, Sides? Sagst du, was meinst du? Wie ist denn. Na, Sidetracker wegen Diablo 4. Was meinst du? Lohnt sich? Ich habe zumindest nur Positives davon gehört. Und was ich gesehen habe, fand ich auch gar nicht schlecht. Spiel erstmal die Open Beta nächste Woche. Es ist schon okay. Ich gebe aktuell die Rating 6 bis 6,5. Weiter weiß ich noch nicht. Ich habe Mikropartner, was soll ich denn wegschmeißen? Ja, komm, Patch, aber ich weiß nicht, was stellt man denn mit dem Patch an? Also,
Was soll ich da? Ist das ein Patch, wo ich mich einloggen und dann durchsuchen muss? 20 Stunden? Was ja. Eigentlich mit der Open Beta? Kann man daran auch teilnehmen, wenn man das Spiel nicht vorbestellt hat? Ja, deswegen ist er open. Jeder kann es machen. Na, okay. Jeder kann es machen. Immer schon Daddies machen. Nein. Einfach nein. Einfach nein, Möpschen. Einfach die anderen hier, die F-Indies und von wieder ist einfach eine Season. Ja, wie immer halt jetzt. Das ist jetzt die normale Rota. Ja, vier alte, vier neue und die vier alten wurden ja schon mal. Also es war, die drei von den vier war ja schon mal als M-Plus zwischendurch. Zumindest in Italiens Hort oder so. Ist doch schön. Aber passt, also ich werde mit 10.1 werde ich da wieder einsteigen. Ich habe jetzt wie auf so einen Tag runtergeshoppt, dann habe ich ja wieder 2-3 Tage. Je nachdem, also ich kann es auch 7 Tage machen, wenn ich will, aber je nachdem, wie ich Lust habe und wie viel Content da ist. Aber ich feiere das hier gerade schon enorm, hier diese verschiedenen Survival Games. Du gehst, bist auf dem Heimweg, oder was? Oder wo lockst du dich aus? Ich hab mich irgendwo einfach stehen geblieben, hab ich ausgelockt. Achso, wo kann ich blühen? Wo warst du? Nochmal, zeig's einmal. Das wird ja nicht funktionieren. Ich glaube nicht, dass mein Star ist. Doch, dein Char ist da, du liegst da. Das steht ja da, wenn du ausloggst. Du bist da und hilflos aus. Wenn jemand kommt, dann kann er dich töten oder plündern. Bist du sicher? Wenn du, schau mal, wenn ich jetzt auslogge, steht's da. Also ich. Ist klar. Sicher. Du oder liegst da wie so ein Stück Scheiße. Naja, weil sonst mache, töten mich dann auch Gegner, da hab ich ja keinen Score. Aber das passt schon. Ich lauf dann wahrscheinlich. Und ich hab da ja viel gedacht. Ich muss sagen, D4 ist okay, kann man machen. Ich sehe da aber, was mich angeht, kein Potenzial, da süchtig zu werden. Das kann man so mit aufnehmen, die Rote, dass man jeden Tag mal so, jede Woche mal so einen Tag Diablo macht. Vielleicht, wenn es rauskommt, mal ein, zwei Tage, dass man ein bisschen mehr macht, aber ich muss sagen, ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich habe alleine gespielt. Keiner im Chat, keiner im Discord, nichts, komplett alleine im Stream, mit mir selbst geredet. Und die Texte vorgelesen und mich halt gelangweilt. Vom Spiel her okay, von der Erfahrung, weil ich alleine war, Stück Dreck, würde ich nie wieder machen. Läuft super bei Icarus. Icarus haben wir vorgestern gespielt. Spielen wir, je nachdem, also jetzt, wie das jetzt ist, morgen, übermorgen, je nachdem, wie er das Jens halt hat. Ja, Jens Zeit und Lust hat. Wenn du dann Bock hast, Jens spielen, morgen Suns, ansonsten spiele ich Icarus morgen oder No One Survived oder dann Destera halt, je nachdem, wie er Lust hat. Ich switche durch, das passt da nicht sehr gut. Also, Icarus war super letztens, ey. Humors. Wir haben noch eine Mod drauf getan. Dass wir ein bisschen mehr skillen können, weil es ist ja, kriegst du mit Level 50 keine Skillpunkte mehr. War ganz geil. Ja, schaffst du schon. Irgendwann schläft der Körper ein. Wo sind wir denn hier überhaupt? Wo bin ich denn hier? Ach, hier ist dieses Geo, das Mitty Matty da. Guck mal an hier. Das ist Mitty Matty. The defense system of the Medio Center is tracking you. What? The defense system is tracking you. Das ist so wirklich was Krasses. Wieder so mit ABC Reaktor. Oha. Ja. Und auch wieder. Und Radiator. Ist auch dort auch gebraucht wieder hier. Jetzt kommt sogar so ein Brief rein auf einmal. Lol, okay. Also ich werde das D4 schon zocken, wenn es rausgehabt. Wenn wir schon machen, so ein paar Tage, ein paar Stunden. Wäre nice, wenn ich einen Dude finden könnte, der mitspielt halt.
Deswegen genieße ich es auch momentan in Survival. Es hat immer. Ich habe halt mit jedem Game so ein, zwei Dudes, die mitspielen. Bei Distiller habe ich ja Tau. Bei Ikorus habe ich halt Beef und Humops oder Tau auch, wenn er mal Bock hat, ein Dach zu bauen. bei No One Survived habe ich Heratus und Techni. Bei jedem Game sind immer ein, zwei Dudes da. Das finde ich geil. Ja, dann kannst du gleich No One Survived spielen, Sidelock. Das ist auch so ähnlich wie Daisy, aber kannst du ja machen, wenn du es eh hast. Nur noch drei Pillen, Alter. Was ist denn hier? Boah, Verteidigungsanlage, fick dich doch, ey. Sondern ich hab ja Z sogar, man, zum mich heilen. Noch zwei Pillen. Ich komm ja hier nirgends rein. Hier ist doch nichts. Oh, okay, hier kommt man rein. Okay. Boah, ich komme nicht mehr raus von der Zeit her, Alter. Hab nicht genug Pillen, muss zurück. Okay, es sind anscheinend verschiedene Gänge. A, B, C. Letzte Pille habe ich genommen. Muss raus. Boah, es ist die falsche Seite. Z. Heil dich. Taste 8. Also keine Energie. Natürlich kann ich mich nicht heilen. Lauf. Scheiße, man, sind die respawned oder bin ich einfach falsch rausgelaufen? Gar nicht drauf geachtet vor lauter. Muss ich noch mitnehmen? Warte kurz, heilen, jetzt kann ich schießen. Da ist der Ausgang, oder? Ich muss draufhalten, ich habe keine Zeit zum Triggern jetzt hier. Jetzt hat. Let's go. Irgendwas gebrochen. Oha, das wird noch krass mit der Strahlung gleich, mich gegen zu heilen. Aber passt schon, alles gut. Überlebe ich. Ja, da brauchen wir noch mehr Pillen. Leider sind mir die Pillen ausgegangen. Jetzt hätte ich ein bisschen mich umgeschaut, da was da ist. Radiationspillen. Wegen Strahlung. Hast du denn schon mal reingeschaut, Zeit, wenn du sagst, Daisy, dass ich da No One Survive gezockt habe? Rust ist okay, ja. Mache ich auch irgendwann mal wieder einen Server auf. Rust ist ja von den Games, glaube ich, von den Survival Games dem Jahr am wenigsten, oder? Ich habe das neue Rust nicht gespielt. Ich kenne das Rust Legacy, das ganz, ganz alte. Das neue Rust habe ich nur kurz mal reingeschaut. Ich weiß nicht, ob du Rust Legacy kennst. Das war das allererste. Und haben das ja komplett neu gemacht. Kannst du das dann mit der Version, die du von damals hast, dann auch kaufen? Oder musst du neu kaufen? Nur ich kann spielen. Das ist halt. Die gibt es ja nicht mehr. Du konntest früher noch auswählen, was du spielen willst, wenn du bei Rust rechte Maustaste gedrückt hast. Also ich kann das neue schon spielen, gleich. Ich habe es damals ja geholt, Early Access. Ja. Die alte Version, die wurde automatisch zu neuen. 40 Öcken, Rust. Ja? Ja. Richtig teuer. Ich habe, Ich glaube, es gibt kein teureres Spiel im Survival Server als Rust momentan. Außer jetzt natürlich sowas wie Forest oder so halt, ne? 6. Mai 22 habe ich es mal installiert. Alter, habe ich 120 Stunden gespielt, das war krass. Wenn du hier Eigenschaften früher gemacht hast, Beta, Zusatzinhalte,
Hier, 23. Februar 2014. Hier. Habe ich damals das schon gehabt. Das war noch die Legacy-Version. Ich glaube, die kannst du gar nicht mehr spielen heutzutage. Ich habe auch die neue ein bisschen gespielt, habe ich schon mal mit dem Server rumgespielt, aber es gibt halt so viele Mods, dass ich dann. Da bin ich nicht mehr, das war einfach zu viel. Also das war einfach zu viel damals. Ja, also als nächstes, was ja schon der Server schon da ist, ich muss die Map neu generieren lassen, ist halt 7 Days. Da will ich nochmal reinschauen. Jetzt machen wir erstmal die Route mit diesen Spielen, dass es halt nicht so sehr vernachlässigt wird hier. Dysteria, Icarus und No One Survived halt. Macht man die Route so weiter. Und vielleicht mal so alle ein, zwei Wochen mal einen Tag vielleicht Sans. Da kommt ja auch immer bestimmt Dedicated Server. 7 Days to Die kriegst du ja echt geschenkt. Das habe ich schon. Ja, das habe ich ja schon seit 2004. Ich hab's. Kann man denn sehen, wo man. Warte mal, 7 Days. Also ich habe auf jeden Fall überlebt hier. Das fand ich damals das beste Survival-Game, bevor A kam. Nicht die Maustaste Eigenschaften. Wobei man ja auch sagen muss, Rust als Spiel, ne, ist ja extrem aktiv auch in der Community und so. Ja, aber das ist, glaube ich, gar nicht so viel PvE, oder? Wie ist denn das, wenn man jetzt zumindest zu zweit spielt? Was macht man dann? Man baut, man tut Farm, okay. Und dann? Du kannst PvE spielen, soweit ich weiß, aber ist halt die Hauptspielerschaft und der Fokus ist halt wirklich auf PvP. Bei Mhm. Rust. Okay. Das war meine Version 10.4. Die habe ich geliebt. Von 7 Days. Das war meine Version. Die habe ich gespielt, wie so ein Wilder. Insgesamt jetzt auch nur 348 Stunden, aber das war nicht hauptsächlich 10.4. Ja, Server ist schon da, ich muss so die Map neu generieren lassen, weil ich glaube, was sagt der Herr das oder du? Nee, wegen der Größe von der Map. Ich mache das halt die Maximalgröße. Weil da kann man halt Autos nehmen, Mopeds und alles und dann erreicht man die Größe auch. Wird ja auch so also random generated Map nehme ich halt. Sogar im Angebot meint es halt, ja. Haben Sie eigentlich die Momentan Cheats sind rausgegangen? gefühlt alle Survival Games im Angebot, ne? Irgendwie so spezielle Ja. Survival Gedöns. Also. Ja, genau. Das würde ich halt dann sogar machen. Ich habe momentan halt 10.000 gemacht. Weil ich dachte, es wäre zu krass, aber mal schauen, wird schon hinhauen. Wird schon hinhauen. Ja, das ist ja sogar noch da. Bist du im Game drin oder was, Heratas? Also spielst du noch ein bisschen oder bist du schon beim Chillen? Wenn der bis jetzt gebaut hat, haben wir 4 Städte da. Ich gehe, wenn so ungefähr 4 oder später. Oh, okay. Aber bist du denn im No One Survived drin? Also bist du noch aktiv? Bist du denn aktiv? Bist du ein aktiver Spritzer? Der andere immer das sagt. Jo, du bist schon raus, oder? Oder bist du noch mal rein? Meinst du mich? Ich bin kurz noch mal rein und meine Base gelaufen, ja. Ach, hast du schon geschafft? Okay. Ja. Ja, nice. Dann mache ich halt auch hier Schluss mit dem Game hier.
War cool, hat Spätzle gemacht. Hab den Ja, auf jeden Anbau Fall. am Holzhaus fertig gefüllt, 200% mehr Platz unten drin. Ja? Gehst du denn jetzt auch offline oder Ich hast du es ja überlege gerade, weil gefragt? Herathos ist ja da, weiß nicht, aber noch, deswegen frage ich ja mir mehrfach, ob mein Spiel drin ist. Wird er nicht mehr so lang machen wollen wie gestern, weil ich habe gestern nicht alles geschafft. Eigentlich so Ich bin bis auf jeden zwei, Fall aber für eine noch weg. Stunde lohnt sich das kaum, da reinzugehen. Na, Weiß wieso? nicht. Ich war looten, musste erstmal eine Stunde loot dosieren. Und das wäre dann quasi das Gameplay heute. Gar kein Bock. So, dann gehe ich mal hier raus. So, zur Lobby. Hier, Charakter schläft, ist wehrlos. Gegen Plünderung, Angriff und Schäden durch geringe Sättigung. Wenn du dich in Nähe deines Gebäudekerns abmeldest, wird die Sättigungsabnahme verlangsamt. Ah, zum Glück hast du da dich ausgelöst, wärst du gestorben. Denn du wärst verhungert. Belohnung, tägliche Anmeldung. Habe ich gern gemacht. So. Dann war es das mit dieser Folge Dysteria. Ende.